Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Minden im Schönbau. Und ja, wir machen erstmal Autosave. Ich habe nochmal neu geladen, habe dann zwar einmal die Bordsteinausgleichung gemacht, wir sind hier gute 20 cm höher gekommen. Es hat aber noch nicht so ganz funktioniert, aber so kann ich es lassen. Das sieht man nachher nicht mehr. Ich habe jetzt aber bei den anderen, die habe ich freigesetzt. Da habe ich natürlich jetzt die Bordstein-Dings noch dran gehabt. Da sind wir jetzt halt die 30 cm zu hoch und schweben. Aber wie gesagt, wenn ich in der Textur mache, sehen wir das ja nicht. Das ist alles nochmal neu abzureißen. Da habe ich keine Lust drauf. Bei den nächsten setze ich auch frei, aber mache danach die Bordstein-Dinger aus. Und von daher sieht man das dann nicht mehr. So, ich habe mir jetzt noch überlegt, wir machen noch ein paar rein. Das soll ja auch groß werden hier. So, erstmal wieder ein paar Bäumchen noch roden. So. Oh. Oh. Ah, natürlich dann einiges zu tun an Aufforstung. Aber jetzt wird es ein bisschen lauter, meine Freunde. Entschuldigung. So. War's auch schon im Lärm. Ich habe mir jetzt gedacht, wir setzen jetzt hier wieder normale hin. Hey, die sind ja auch irgendwo hier, ne? Da. Entschuldigung, irgendwie ein Frosch im Hals. Ja. Das ist natürlich doof, wenn das alles immer so. Müssen wir gerade gucken, wie weit jetzt die aneinander düsen. Ich kann ruhig so dicht aneinander, dass sie fast berühren. Nur fast. Das ist doch top. So. Weiter in der Mitte. Halt ein bisschen doof, dass die wirklich dann alle immer exakt gleich düsen. Alles so synchron bewegt, aber gut. Da kann man jetzt auch nichts machen. Ist nun mal so, wie es ist. Ne? Es ist halt so, wie es ist. Ein bisschen unterschiedlich bewegt sich ja schon. Vielleicht kann ich hier das gerade nochmal versuchen, dass ich den wenigstens andersrum reinsetze. Muss ich mir nur gerade hier ein paar Gleise setzen. Dass ich dann einen Snap-Punkt habe. Dann kann der weg. Die von alle die Richtung. Dann fährt er jetzt halt wenigstens eine andere Richtung. Arbeiten die so ein bisschen aufeinander zu. Perfekto. So, dann kommen die wieder weg, weil hier möchte ich nochmal. Hier möchte ich nur zwei Gleise haben. Und dann halt wieder Container. Und da vorne kommen jetzt gleich aber wieder volle Gleise nochmal hin. Natürlich mal gucken, dass ich hier nochmal meine Straße hinkriege. So weit weg. Ja. Können wir so lassen. So. Aufpassen, dass ich jetzt hier gerade bleibe, damit meine... Naja, dann machen wir einen leichten Knick. Also wenn ich nämlich das jetzt hier weiterziehe, sind auf einmal die... Das ist jetzt mein Problem. Den aber bis hierhin hinsetzen. Jetzt nochmal ein kleines Stück an. Na. So. Und so geht's weg. So, und jetzt kann ich nämlich von hier draufziehen. So sind meine Laternen wieder auf der anderen Seite. Und das Stück weiß ich einfach ab. So, perfekt. Dann kann ich jetzt hier nochmal Container hinsetzen. Diesmal machen wir es aber richtig, ausnahmsweise. So. Bordstein, nein. Perfekt. So. Wir hatten ja hier schon Container, jetzt können wir noch ein paar 45 Container machen. 19 Reihen. Oh. Ja, nee. Ah, das ist jetzt ein bisschen... Oder damit zu machen. Na, ist ein bisschen viel, ne? 0, 20. So, aber jetzt müssen wir natürlich auch weniger Reihen nebeneinander machen. Nebeneinander noch 7 oder sowas. Ja, soll ja nicht zu eng werden, ne? Okay. So passt das ja immer noch perfekt. So. Ja, und direkt ein Autosave. Wieder 5 Minuten rum. Aber jetzt seht ihr das, jetzt stehen sie dann halt auch endlich mal. Stehen sie endlich mal richtig. So. Hier hinten können wir jetzt noch ein paar hinsetzen. Aber halt jetzt nicht mehr 20 hintereinander, sondern vielleicht nur noch 6 oder so. Nee. 11. 11 passt doch ganz gut. Und wir gucken, dass wir jetzt hier so einigermaßen gut rankommen. Perfekt. 4 Stück, so weil die Container dann hier mal schön rüberschweben können. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und hier kommen jetzt nochmal Vollgleise hin. Hier kommen ja nachher noch ein paar Container hingestellt. So, dann haben wir natürlich nachher schon LKW-Verkehr hier rumdüsen lassen. Und ach, das wird wunderschön hier hinten. Das wird zwar dann nicht ganz ohne fürs Spiel, aber gut. Muss es mit klarkommen, ne? So, jetzt hier nochmal den letzten Vierständigen hin. Und dann kriegen wir nochmal eine Straße gleich auf die andere Seite. Und dann können wir hier hinten am Ende, hier möchte ich halt auch noch ein Lager haben mit Containern. So. Das können wir so lassen, das passt. Kränchen drauf. Da sind die Kränchen. Die Kränchen sind hier vorne. Hm? Ja. Das kann man natürlich auch noch machen hier, ne? Der deckt da alles ab und der greift da sogar noch ein bisschen drauf zu. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Nö. Die Idee finde ich gut. Das können wir so lassen. Und hier hinten natürlich dann nochmal ein Standard. Wo wir natürlich jetzt noch ein paar Gleise zwischenkriegen. So. Nein, Gleise, meine Freunde. Hier können wir noch ein bisschen was hinmachen. Ah. Ah, können wir 6 hier gehen. Full ahead. So. Natürlich dann hier erstmal unsere Dinger wieder einsetzen. Oh, kann ich schon mal unterschiedlich einfach so ein paar Längen reinziehen. Der kann da hinten bleiben. Der fährt noch bis hier. Der fährt bis da. Der fährt bis da. So. Nee, Spitzkern bitte. Da sind sie. Keine Oberleitung. Wollen wir nicht. Zack. Zack. Zacki, zack. So. Also, viel Containerzüge wären natürlich hier. Wird da gar nicht fahren. Das ist jetzt schon echt extrem viel. Aber na gut. Haben ist besser als brauchen. So, hier mal. Oh, Oberleitung, nein, passt. Zack. 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 So. Hier haben wir jetzt noch nichts. Ich werde natürlich auch versuchen, jetzt unbedingt ungefähr die gleiche Länge rauszuholen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen zu lang. Aber das macht nichts. Hm. Ich muss niesen. Da bin ich wieder. Ich musste einmal. Ah, wo, da kann ich schon fast die. Hm. Nee, passt nicht mehr. Nee. Okay, nehmen wir das Gleis. Wir gehen hier jetzt einfach so dicht. Es geht ran. Ja, kein Depot. So. Wo, wenn man das jetzt hier hinten sieht, hätten wir das hier mit dem Depot schon hinmachen können. Machen wir das doch nochmal mit dem Depot. Bam, 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 bam. So, jetzt kommt die Sache schon näher. Und bei denen hier allen... Ach, das lassen wir so. So, perfekt. Ja, und dann würde ich jetzt hier wieder eine Straße hinmachen. Jetzt ist es blöd, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie weit ich jetzt hier von so Kram weg bin. Hä? Ah. Machen wir das gleiche Spiel hier wie eben. Einfach ein Stück lang ziehen. Nochmal ansetzen. Mittelstück rausreißen. Von hier hinten ansetzen. Draufziehen. Und das Endstück weg. So. Das ist eigentlich auch schon ein guter Platz hier bis hier hinten hin. Schöne gerade Kante. Der Wald kann hier ruhig bleiben. Dann füllen wir das jetzt aber nochmal mit Containern auf. Ich natürlich jetzt nochmal gerade gucken, dass ich hier dann halt nochmal ein paar Kräne hinkriege. So. Können wir so ein bisschen versetzen. Wir geben uns mal 2 rein. Und vielleicht... Ne, wir geben uns noch 2 rein, das reicht. Wenn wir auf die Kräne, hier kommen wir jetzt wieder die roten hin. So. Tja. Bisschen blöd, dass die nicht so wirklich random hier durch die Gegend laufen. So. Ein Stück nochmal. Kommt das erstmal wieder weg hier. Weil Gleise haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Ja gut, dann machen wir so wieder Container dahin. Das ja alles schon mal so ein bisschen auffüllen. So. Jetzt kommen wir wieder aufs Maximum nebeneinander. 10. Definitiv 10. Hintereinander 20. Genau. Und da können wir ruhig warte mal, da kriegen wir vielleicht aber nochmal so eine Reihe zwischen. Wenn wir jetzt hier so dicht rangehen. Die Kräne. So. Wenn wir da nochmal eine Reihe zwischen kriegen. Dann haben wir 15. Nee, machen wir mal anders jetzt hier. 20 Fuß Container. Nochmal so ein paar hinstellen. Und ganz schön viele 45 Fuß Container. Fällt mir gerade auf. Hintereinander machen wir noch auf 10er. Ja. Die sollen dann hier auch ruhig abgestockt sein. So, und jetzt haben wir nochmal hintereinander, übereinander, nebeneinander eine. Nur noch 2 hin. Easy going, ey. So, noch 2 hin machen. Oh, wir machen richtig viele Container hier. So, nochmal 2. 20 hintereinander und auf 45 Fuß. Bei 45 Fuß Container gibt es ja nun jetzt nicht so viele. Also, 40 und 20 sind ja nun mal die Standardcontainer. 45 ist jetzt ja mittlerweile so eine extra Größe. Oh. Dahin hat es besser gepasst. Na gut. Ach, das passt schon. So. Und hier hinten kommen jetzt dann nochmal normale 40 Fuß Container hin. 10er. Miteinander. Keine Ahnung. Oh, nein, 0. Wie weit wir jetzt hier kommen? 12. 12 ist eine gute Länge. Ein bisschen Luft lassen. Schön dich da gucken, dass wir da am Kran dran sind, aber das ist ja eigentlich passig. Hier haben wir nicht genug Platz. Ja. Auf 2. Safe. Wieder 5 Minuten rum, ey. Mein Gott. Kriege ich den jetzt vernünftig daran. So. Perfekt. Bis hier vorne auf einmal schmaler wird. Keine Ahnung. Halt so wie es ist, ne? So. Dann könnten wir jetzt nochmal auf nebeneinander Nummer 5 gehen. Und auf 20. 20. Und hier halt nochmal ein paar hinsetzen. Ich will jetzt hier die Länge absolut überhaupt nicht. Dann brauche ich ein bisschen Luft lassen. Ich hoffe, das war jetzt gut. Es war perfekt. So. Ja, natürlich schon nice, ne? Können wir mal einen Mix machen? Ne. Tankcontainer möchte ich gleich woanders extra hinsetzen. So, da hinten sind wir jetzt dran. Mal gutes Auge. Was ja ganz gut aus. Irgendwo beim Mers hier sind. Hier müssen wir aneinander kommen sein. Ja, perfekt, ey. Aus der Entfernung. Das sieht doch richtig gut aus. Hier vorne 2 Meter länger, aber ist doch egal. Und der Brücken fahren ja gut durch. Nice. Und hier auf die Seite möchte ich jetzt gerne einmal noch 26 Fuß Container, also solche Container haben, die hier schon ein wenig mehr Aufmerksamkeit benötigen. 3 hintereinander. Ja. Haben wir jetzt 20? Ich möchte nicht, dass du diese Schienen angreifst. Ja. Zack. Zack. Da haben wir natürlich jetzt hier ein paar Bäume drin. Ne? Sollten wir natürlich mal wegmachen. Schalali, schalalalo. Alter, das ist am Lägen. So. Hier zwischen setzen wir jetzt die Mixe. Können wir jetzt aber gleich schon breiter setzen. Nebeneinander auf 6 gehen. Aber die Zeit läuft auch voll. Warum läuft irgendwie die Zeit? Ach ja, weil damit die Kräne sich bewegen, ich äumel. Ah, natürlich jetzt wieder ganz großes Kino. So. Perfekto. Und hier machen wir jetzt wieder 4er. Ne, 3er. Wie dicht kommen wir jetzt hier ran? Das ist ein bisschen blöd, dass er jetzt hier die... Dass er sich hier die... Aber jetzt habe ich hier den Abstand. Also bis hierhin. Ungefähr. So. Dann noch ein bisschen Abstand zwischen, ist okay. Hier. So. Dann geht das mit den Containern. Das sieht doch schon mal jetzt richtig nice aus. Das sind alles Endgleise, die müssen natürlich jetzt erstmal alle noch zusammenführen. 19 Minuten sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, meine Freunde. Es macht so viel Spaß. Mega krass. So, ziehen den mal gerade hier ein bisschen weiter. Wir können aber dann schon wieder 60 fahren. So. Zack. Zack. So. Zack. Und dann machen wir jetzt erstmal die Bäume weg hier. Und dann würde ich sagen, mache ich die Bäume weg und schließe das schon mal soweit an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.